herzlich willkommen. Dies wird ein ganz besonderes Boxenvideo. Und zwar habe ich mir etwas ausgedacht. Ich habe mir den Kopf zermartert und überlegt, was könnte ich tun, um euch eine Freude zu machen und vielleicht für mich ein paar neue Abonnenten zu gewinnen. Und ich habe mir überlegt, ein Quiz zu machen, ein Weihnachtsquiz. Es wird sich über die gesamte Adventszeit erstrecken, bis hin zu Heiligabend. Und es gibt auch was zu gewinnen, ja. Ich habe mich in meinen Schrank umgeschaut und ein paar Sachen rausgesucht, von denen ich mich trennen würde, um euch eine Freude zu machen. Welche Preise das sind, das werdet ihr dann jeweils in den Adventsvideos sehen, beziehungsweise werde ich dann sagen, worum es geht. Und welche Frage ihr beantworten müsst, um eine Chance zu bekommen auf dieses Geschenk, also das Preis. Das heißt, ihr könnt zu jedem Advent etwas gewinnen, inklusive Weihnachten. Und dafür habe ich mir einige Fragen ausgedacht, die mehr oder weniger mit meinem Kanal und mir selbst, meinen Let's Plays zu tun haben, wo ihr quasi halbwegs gezwungen seid, euch meine Videos anzuschauen, um die Fragen beantworten zu können. Ist ja ganz klar. Die, die mich sehen oder regelmäßig schauen, werden die Fragen vielleicht als einfach empfinden, aber die, die mich halt noch nicht gesehen haben, die werden halt sich erst durch meine Videos buddeln müssen, um die Fragen beantworten zu können. Ich freue mich jedenfalls irgendwie schon riesig darauf. Und ja, ich frage mich natürlich auch, ob mich diese Aktion einige Abonnenten einbringen wird. Ich habe bei vielen anderen Let's Playern gesehen, dass sie sich so ins Zeug legen. Und ich wünsche mir natürlich für euch erstmal eine schöne Adventszeit. Und wie ich bereits erwähnt habe, jeden Advent wird es einen Preis geben. Und zu Heiligabend dann denke ich die letzte. Also ich habe mir schon ein paar Fragen überlegt, aber ich muss noch überlegen, ob die nicht zu einfach sind, weil ich möchte ja nicht so leicht mein Zeug verschenken. Ihr müsst schon was dafür tun, beziehungsweise schauen. Und vielleicht gefällt euch mein Let's Play ja doch und ihr abonniert mich, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich habe im Hintergrund so ein bisschen Weihnachtsmusik laufen. Direkt reinspeisen kann ich es nicht. Ich will ja nicht irgendwie wieder wie sagt man dazu? Ja, ich will jedenfalls keine Ärger kriegen, deswegen heißt es im Hintergrund. So, das war's. Tschüssi, eure Tita Kenshi.